Achtung der bürgerlichen Ehrenrechte umgewandelt wurde. Arco saß seine Strafe bis zum Mai 1924 in Landsberg am Lech ab, wurde dann vorzeitig auf Bewährung entlassen und bereits 3 Jahre später endgültig amnestiert. Alle diese Ereignisse spiegelten sich naturgemäß auch an der Münchner Universität wider, in der Max Weber sein vorletztes Semester lehrte. Am Tag der Sitzung des Bayerischen Ministerrats, dem 17. Januar 1920, fand in der großen Aula, also da drüben, eine Vollversammlung der Münchner Studentenschaft statt, die sich mit großer Mehrheit für die Begnadigung Arcos aussprach und eine entsprechende Resolution direkt aus der Versammlung an die Regierung übermittelte. In dieser turbulenten Veranstaltung hatten Mitglieder des Sozialistischen Studentenverbandes erklärt, dass sie, obwohl sie grundsätzliche Gegner der Todesstrafe seien, dennoch dafür plädierten, die Entscheidung der Regierung nicht durch eine Resolution zu beeinflussen. Zudem kritisierten sie eine angebliche Bemerkung des Rektors der Universität, Friedrich Müller, der die Tat Arcos als mannhafte Tat verherrlicht haben soll. Einer der Funktionäre der Münchner Studentenschaft, Walter Hemmeter, beschimpfte daraufhin die sozialistischen Kommilitonen als Bande und behauptete, dass sich auch das Reichswehrgruppenkommando für die Ermordung Eisners ausgesprochen habe. Weber protestierte mündlich und schriftlich sowohl gegen die Beleidigungen und Behauptungen des Vorsitzenden der Studentenvertretung Hemmeter als auch gegen die angebliche Äußerung des Rektors. Da ihm bis dahin nur ausweichend geantwortet worden war, sah er sich dazu veranlasst, zu Beginn seiner Vorlesung am Montag, dem 19. Januar 1920, in diesem Auditorium Maximum mit folgenden Worten zu beginnen. Zitat Weber. Ich sehe mich, entgegen meines sonstigen Brauches, in politischen Dingen hier nicht das Wort zu ergreifen und weil ich mit Ihnen das Vertrauen zum Rektor teile, veranlasst, zu dem, was letzten Samstag hier vorgefallen ist, eine Bemerkung zu machen. Sie haben den Grafen Arco gefeiert, weil dieser, wie es auch meine Überzeugung ist, vor Gericht ritterlich und in jeder Beziehung manneswürdig auftrat. Seine Tat ging aus der Überzeugung hervor, dass Eisner Schande auf Schande über Deutschland gebracht hat. Dieser Meinung bin ich auch. Dennoch, so tapfer auch das Verhalten Arcos war, man hätte ihn erschießen sollen. Wäre ich Minister gewesen, mich hätte Ihre Demonstration nicht gehindert. Im Gegenteil. Aber das Ministerium ist aus Feigheit vor Ihnen zurückgewichen. Zitat Ende. Als Weber mit seiner Einleitung so weit gekommen war, trampelten einige Studenten Beifall, was ihn anscheinend auch nicht sonderlich beeindruckte, weswegen er sie anfuhr, bitte, Ihre Beine sind keine Argumente, zumal in so ernsten persönlichen Dingen. Und er fuhr fort, was haben Sie nun aus dem Grafen Arco gemacht? Nichts anderes, meine Herren, als eine Kaffeehaussehenswürdigkeit. Jawohl. Statt dass es würdiger gewesen wäre, Graf Arco hätte mit dem Tod gesühnt, zu dem er bereit war, damit wäre jenem Karneval, der mit dem stolzen Namen Revolution belegt worden ist, ein Grabstein gesetzt gewesen. So aber wird Eisner im Volke weiterleben, weil Arco weiterlebt. Das ist zum Nachteil des Landes. Sodann sind hier am Samstag Beschuldigungen gefallen, Beschuldigungen, die bis heute noch nicht zurückgenommen sind. Ein Hundsfott, der das nicht tut. Zitat Ende. Nachdem der Rektor öffentlich erklärte, er habe keineswegs die Tat Arcos verherrlicht, sondern lediglich dessen Verhalten während des Prozesses als mannhaft bezeichnet und auch der Studentenfunktionär Hemmeter seine Beschimpfung der sozialistischen Studenten als Bande zurücknahm, nahm auch Weber seine Beleidigung durch den Ausdruck Hundsfott zurück. Was also bleibt von den knapp 11 Monaten, die Max Weber in München zwischen Politik und Wissenschaft erlebt. Privat war es für Weber die Zeit der Verheißung einer Erfüllung, auf die er seit vielen Jahren gehofft hatte. Politisch war es für Weber jene Zeit, in der er endgültig aufgeben musste, eine wirkungsvolle politische Gestaltungsaufgabe übertragen zu bekommen. Man kann seine legendäre Rede über Politik als Beruf, gehalten am 25. Januar 1919, also 18 Monate vor seinem Tod,
als das Testament eines Wissenschaftlers betrachten, der sein Leben lang ein enges, fast symbiotisches Verhältnis zur Politik pflegte. Seine darin formulierte und bis heute wirkungsvolle Definition von Politik als Streben nach Macht, entweder als Mittel im Dienst anderer Ziele oder als Macht um ihrer selbst willen, markiert, was ihm selbst verwehrt wurde. Nie hat dieser politisch so überaus ambitionierte Wissenschaftler wirkliche politische Macht erlangt. Nie war ihm das vergönnt, was er als Aufgabe des Politikers charakterisiert hatte, nämlich seine Hand in die Speichen des Rades der Geschichte legen zu dürfen. Und wissenschaftlich, was bleibt da als Ertrag der Münchner Zeit? Auch hier wird man konstatieren müssen, dass er keines der Ziele erreichte, die er sich selbst gesetzt hatte. Die in Angriff genommene Überarbeitung der gesammelten Aufsätze zur Religionssoziologie kam nicht weiter als zur Neuformulierung von Vorbemerkung und Einleitung und zur Endredaktion der alten Aufsätze über die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus von 1904 und 5. Und er kam bei der geplanten Endfassung seiner Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft für den Grundriss der Sozialökonomik, an denen er seit über 10 Jahren gearbeitet hatte, gerade mal bis Seite 180 der posthumen Ausgabe, die Marianne Weber erst im Jahr 1922 publizieren konnte. Das alles sieht nach Scheitern aus. Es wäre ein anderer Vortrag zu erklären, wieso es dennoch dazu kam, dass wir heutige in Max Weber nicht nur einen der bedeutendsten deutschen Sozialwissenschaftler sehen, sondern ihn zu den wirkungsvollsten Denkern des 20. Jahrhunderts überhaupt zählen. Und damit auch, wie es zu erklären ist, dass ich heute vor Ihnen in diesem Rahmen über Max Webers Münchner Zeit reden durfte. Meine Damen und Herren, ich danke dem Historischen Seminar für die Einladung zu diesem Vortrag und Ihnen für Ihre große Geduld und Aufmerksamkeit. Vielen Dank.